Hallo und willkommen zurück. Grounded, unser Spiel, und wir wollten hier weitermachen. Das ist gleich mal in Anschluss hier aufgenommen. Das heißt, ich kann also das Kommentar von dem letzten Video leider nicht beantworten. Denn. Moment, also. Wir fangen jetzt mal an. Und zwar da vorne, dieser Wissenschaftsblub, der hat mich die ganze Zeit schon interessiert. Ich bin so nicht dran gekommen. Und jetzt versuchen wir mal da hochzuspringen. Vielleicht kann ich den ja auch mitnehmen. Tatsächlich. Yes. 500 pure Wissenschaftspunkte. Super. Hervorragend. Und da ich mir gerade nicht sicher bin, wo ich die Punkte sehe, gehe ich aber mal zum Vogel, weil dann sehe ich die doch. Den Chip müssen wir ihm ja auch noch geben. Jo, mal fix in die Birne gesteckt. Sehr gut, okay. So, was haben wir denn? Ja, wir gucken da mal rein. Genau. Was? Okay. Jetzt lässt er mich noch nicht mal gucken. Doch, er lässt mich trotzdem gucken. So, das heißt, wir haben 1960. Wieso so viel auf einmal? Schön. Ach ja, wir haben eben noch welche gekriegt. Super. Mal gucken, was haben wir denn hier? Mehrgeschossige Basen brauchen wir erstmal noch nicht. Fackelverbesserung, das könnte vielleicht nützlich sein. Allerdings 1250 Punkte dafür. Boah. Nee, erstmal noch nicht. Befestigte Basen können wir noch nicht. Und ja, Kiesel in der Brandung, das brauchen wir glaube ich auch nicht. Also 5000 haben wir eh nicht. Schilderset. Teenie-Geist. Ah, 1000 Punkte nur. Eine Sammlung neuer Ideen zur Darstellung im Schildrahmen. Okay. Macht er hier doch gleich nochmal. Eine Verbesserung für das Scanner-Modul. Das Gap, mit dem du pure Wissenschaft in der Nähe entdecken kannst. Aha. Ja, das hört sich doch echt gut an. Den nehmen wir, oder? Ja, den nehmen wir. Tada! Sehr gut. Okay. Gekauft, zeigen, verstecken. Nö, das lassen wir mal. Gut. Muss ich die jetzt noch irgendwie aktivieren? Nö. Habe ich schon erweitert. Oben rechts stand es eben. Jo, das ist doch wunderbar. Wunderbar. Okay. Schau, ob Vogel Arbeit für dich hat. Oben links, da steht es. Nein, nicht hauen. Ah, Junge. So. Neue Fragen habe ich erstmal nicht. Was sollte ich jetzt tun? Das wird es wohl sein. Da fällt mir ein, einige meiner Chips sind im Garten versteckt, verstreut. Mit den Informationen darauf könnten wir einen Weg hier rausfinden. Aha. Okay. Ich werde ihre Positionen auf einer Karte markieren. Das hat man doch aber eigentlich schon. Für dein Überleben ist es ratsam, dir Werkzeug und eine Rüstung anzulegen. Ja, das ist eine gute Idee. Und genau da werden wir heute auch weitermachen. Eine Rüstung bauen. Ja, ich habe es verstanden. Tschüss. Nö. Ich muss los. Fortfahren. Nö, keine Lust weiterzulesen. Wir wollen eine Rüstung bauen. Und da wollen wir doch mal gucken. Soweit ich mich informiert habe, schon mal im Vorfeld, das heißt, ich habe mir das mal ganz kurz angeguckt, brauchen wir die Werkbank dazu. Okay. So, Werkbank benutzen. E. Ja. Und dann gehen wir mal in die Rüstung. Augenklappe. Was haben wir denn? Verteidigung? Nix. Okay. Milbenhut. Der bringt uns ein wenig was in der Verteidigung. Madenhaut. Wir haben noch keine Made gefunden. Also würde ich sagen, bleibt das weg. Ja. Oh. Nee. Grobes Seil. Was haben wir denn da? Verteidigung. Das sieht doch schon ganz gut aus. Plus Max Gesundheit. Aha. Das ist prima. Was brauchen wir doch gleich nochmal? Was war das? Grobes Seil. Grobes Seil. Stellen wir doch hier her. Ja. Kann ich welche herstellen?
Ja, eigentlich schon. Da ist ein Haken dran. Aber ich brauche doch mehr. Wie viel brauchte ich doch? Ah, ein mehr. Okay. So. Und Pflanzenfaser brauchen wir dafür. Pflanzenfaser, das war ein Grashalm umhacken. Nee, Pflanzenfasern. Pflanzenfasern brauchen wir. Und die Pflanzenfasern, wie war das doch gleich? Die bekommen wir da. Ja, Pflanzenfaser. Sehr gut. Ich nehme gleich mal ein paar mehr mit, würde ich sagen. Und da war doch auch eine. Ja. Moment, nochmal ganz kurz zurück. Ein Stückchen. Wir werden den Piti mal ganz kurz schlafen lassen, dann haben wir es wenigstens wieder Tag. Das ist doch eine Idee. Und nein, den tun wir nicht löschen. Schlafen. Okay, gut. Aber jetzt haben wir fies Durst. Na gut. Auf dem Weg zur Dose würde ich sagen, nehmen wir noch Pflanzenfaser mit. Und nicht peinlich wie beim. Ah, ganz viele gleich. Sehr schön. So peinlich sterbend zweimal gleich. Also wirklich zweimal. Also das finde ich für mich persönlich peinlich. Tut mir leid, dass es passiert ist, aber naja, gut. Ich hoffe, ihr hattet was zu lachen. Ah, da ist doch ein Getränkegefäß, nicht die Dose? Ah ne, die Dose lag weiter oben, stimmt. Wollen wir mal gucken. Trinken und essen müssten wir eigentlich auch mal wieder. So. Da haben wir doch was. Da wir noch immer keine Trinkflasche haben. Ja, aber wir haben immer noch Durst. Okay. Was ist das hier eigentlich? Ah, kräftiges Unkraut. Ich glaube, das konnte ich noch nicht umhacken. Brauche ich eigentlich auch nicht, aber. Nein. Geht nicht. Was? Da ist eine. Ja, eine Laus. Das hört sich doch gut an. Und wir nehmen erstmal wieder den Speer. Juhu. Wie, jetzt haut's ab, oder? Nee, gut. Oh, sehr gut. Okay. Dann können wir wenigstens auch noch ein bisschen grillen. Und erstmal noch zur Dose, ein bisschen was zu trinken holen. Hopp, hopp. Und das nehmen wir auch noch mit Sprössling. Haben wir bestimmt gebrauchen. Inventar ist voll. Oh, ein Lager. Jo, können wir ja jetzt. So, Moment, da war trinken. Ja. Und der Tropfen da drin ist auch weg, also gehört das zusammen. Ein bisschen durchgebackt, würde ich sagen. Ja, davon habe ich hier einige gefunden inzwischen. Also Tastenbelegungen, die nicht funktionieren. Beziehungsweise es steht ja im Menü unten, dann zum Beispiel drücke Escape für das Menü verlassen und es funktioniert nicht. Also muss ich doch mit der Maus dort anklicken, aber na gut. Alles nicht so dramatisch. So, den Grill. Wo hatte ich doch den Grill? Ach ja, den hatte ich ja wieder abgebaut. Bedeutet, den sollte ich jetzt wieder aufbauen. Ja. Gut, das machen wir. Und der Grill, war der hier? Nein. Da ist er. Spießgrill. Wir haben sogar alles da. Ja, gut, dass ich Sprösslinge noch mitgenommen habe. Konstruieren. Da braucht man noch den Hammer. Und alles noch ein bisschen unordentlich. Muss ich mir noch. Achso. Gut. Dann eh bauen. Weiß gar nicht, ob ich den Hammer jetzt wirklich brauchte, aber ist egal. Gut. Nein! Ich hau immer gleich drauf. Das gibt's doch gar nicht. Ach. Jo, das macht noch Braten. Und schließen. So, wird fertig. Moment, X, wir müssen hier erstmal raus. Im stillen Braten. So, erstmal nehmen wir die Laus jetzt.
So. Ich möchte den einfach lassen. Geht das? Ja. Einfach nur weggehen. Okay. Gut. Muss man da. Ne, Holz muss man nicht nachlegen. Auch schön. Dann gehen wir ins Inventar. Wo ist unser Läusefleisch? Da ist es. Dann wollen wir das mal verbrauchen. Jawohl. Aber wir haben immer noch Durst oder schon wieder? Macht Läusefleisch durstig? Tja. Okay, ab zur Rüstung. Dann wollen wir mal. Rüstung war dort. Ja, aber erstmal brauchen wir grobes Seil. Herstellen können wir es. Und ich mache einfach nur mal welche. Ja. Ja, gut, okay, jetzt fehlt Pflanzenfaser, nicht so dramatisch. Haben wir eigentlich hier noch was dazu gekriegt? Na, schauen wir mal. Bogen, ja. Reparaturwerkzeug, auch schön. Ja. Okay, dann bauen wir erstmal die Maske hier. Und. Achso, hätte ich auch ausrüsten können. Naja, gut. Wollen wir noch etwas machen? Ja. Okay, gut, dass ich grobes Seil noch hergestellt habe. Bringt uns das was? Wir können doch nicht beides tragen, oder? Können wir beides tragen? Ich stelle es erstmal noch nicht her. Mal gucken. Eicheschale fehlt uns. Und grobes Seil haben wir dann zu wenig. Achso, ja, ein mehr brauchen wir. Was haben wir hier? Ja, die Verteidigung ist auch ganz gut. Oben rechts. Ja, das bringt weniger und haben wir auch nicht. Ameisenbrocken fehlen. Poncho bringt uns etwas. Ja. Latschen bringen uns nichts. Grobes Seil brauchen wir auch ein mehr. Und Eicheschalen brauchen wir. So, das geht auch nicht. Die können wir schon mal herstellen. Macht das Sinn? Ich möchte die hier bauen. Vorübergehend. Nein, machen wir nicht. Nee. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass ich die Maske aufsetze. Ach ja. Da. Oh, ah, da ist er. Gut. Dann ist der Helm weg. Wie ungeschickt ist das denn? Na gut. Was kann ich hier machen? Reparieren. Dann reparieren wir den auch gleich. Nein, tun wir nicht. So. Ja, dieses Mal hat es funktioniert. Escape. Funktioniert leider nicht immer. Deswegen, ich bin eigentlich immer lieber mit der Maus unterwegs. Ne, Karte. Eigentlich sind wir in der Nähe von den Chips. Holen wir uns die? Nein. Nein. Jetzt hat es auch wieder funktioniert. Okay. Wir schauen nach den Eicheln. Das ist die bessere Idee erstmal. Dass ich dich nicht von vorne sehen kann. Das ist ja blöd. Okay. Ja. Wo hat man die Eicheln denn gefunden? In welche Richtung? Also ich würde sagen, hier sollten wir auf jeden Fall. Ah, da ist doch eine. Und da hinten sehe ich noch eine. Da, den Hammer haben wir ausgerüstet. Ja. Okay, auf geht's. Gut. Tja, schade, im Boden verschwunden. Ist irgendwie auch nicht ganz so toll. Ah, einen Laus habe ich da gerade gesehen. Und hier liegt noch eine Grasplatte herum. Noch eine da vorne. Die habe ich wohl vergessen einzupacken. Oder ich konnte sie nicht mehr tragen. Das kann natürlich auch sein. Nehmen wir die jetzt gleich mit. Die Laus werde ich wohl so nicht kriegen. Ein Bogen wäre vielleicht doch ganz. Nein, nicht immer hauen. So. So. Da wir schon mal hier sind, nehmen wir das auch noch mit.
Ah. Okay, während wir das tragen, können wir trotzdem schnell laufen und Teile einsammeln. Da. Ja, das, was ich vergessen habe, beim letzten Mal mit einzusammeln. So. Nein. Lauf, lauf. Na komm. Was? Irgendwie bin ich doch jetzt hier auch noch falsch. Das gibt's doch wohl nicht. Nein. Wo laufe ich denn jetzt hier gerade hin? Was ist hier los? So, da ist die der Trinkbecher. Mal von hier oben gucken. Okay, die Richtung müsste eigentlich stimmen. Ja, da hinten. Da sehe ich's. Hopsa. Und los, los, los. Lauf. Ja, mit der Orientierung hier. Das muss ich irgendwie. Ah. Okay, die müssen wir mal kurz ablegen. Würde ich sagen, ja. So. Und zerdreschen. Da oben ist noch eine. Gut, dann nehmen wir die auch noch mit. Und das bringt zwei Schalen. Aber dafür. Na ja, gut. Ah, doch, da. Der Eichelbrocken, den habe ich da hinten eben nicht gesehen. So. Na gut. Nehmen wir erstmal mit. Ja, in der Orientierung hier muss ich echt noch arbeiten. Aber das kriege ich auch noch raus. Ne, die Eiche lasse ich jetzt da liegen. Was? Habe ich falsch? Ich habe die Blume für. Okay. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Was ist da los? Da hinten liegt noch eine Dose rum. Wieso? Ja, jetzt liegen hier überall Eicheln. Das ist schön. Wollte aber zurück die Rüstung bauen. Wo laufe ich hier bloß hin? Bin ich da jetzt so weit dran vorbeigerannt oder ist das auf der anderen Seite? Gibt's doch gar nicht. Nein! Ah! Das war ein bisschen zu tief. Okay. Auf der anderen Seite, oder? Kann doch gar nicht wahr sein. Okay, ich würde sagen, ich mache hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns an der Werkbank wieder. So, da bin ich wieder. Ja, heute überziehen wir leicht ein bisschen, ist aber nicht so dramatisch, denke ich mal. Und wir werden dann noch an der Werkbank ein bisschen basteln, wenn noch etwas geht. Nein. Ja, doch, so richtig gewesen. Genau. So. Was können wir denn? Die Haube brauchen wir nicht. Nö. Den Poncho. Ja. Die Beinschienen. Die können wir jetzt bauen. Okay. Und nein, die Haube will ich nicht. Denn wenn wir jedes Mal. Ja, eigentlich steht es ja auch Kopf. Tja. Okay, schade eigentlich. Na gut, aber dafür ist die hier besser. Oder? Nee, Quatsch. Ja, doch, ist besser. Ja. Gut.
Dann haben wir das auf jeden Fall noch geschafft. Sehr schön. Und ich habe wieder nicht gleich ausgerüstet, oder? Nein, natürlich nicht. Dann gehen wir ins Inventar und legen die jetzt mal an. Na, wunderbar. Was? Mit nur einem Auge? Haha. Na, das ist ja sicher. Okay, gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nehmt doch noch ein Abo mit und kommentiert, so wie es der Marcel meistens tut oder eigentlich immer. Und ja, ich freue mich sehr über die Kommentare. Und ansonsten, ihr könnt auch auf den Discord-Server kommen. Dort kann ich eure Fragen oder das, was ihr mir sagen wollt, auch direkt beantworten. Da können wir viel besser kommunizieren. Und ja, einen kleinen Daumen hoch wäre auch schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!